herzliches Willkommen. Wir sind bei Mittwoch, 6. September 2023. Ja, wir haben am heutigen Tag eine Verbindung zwischen der Sonne in der Jungfrau und dem rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Also das ist eine gute Verbindung, obwohl eben rückläufig, ja. Aber man kommt damit gut zurecht. Der Mond ist ja in den Zwillingen, kann ein bisschen nervös, ein bisschen unruhig machen. Auch vielleicht, ja, verzettelt man sich. Wir haben leider nicht mehr die Energien, die wir Montag, Dienstag hatten, wo eben Merkur und Jupiter alle beide rückläufig gut miteinander arbeiten. Aber versucht das, was die Tage gut lief, auch fortzuführen, ja. Und wir haben natürlich weiterhin die Venus vorläufig im Löwen, wir haben Neptun in den Fischen vorläufig, wir haben auch den Mars in der Waage vorläufig, rückläufig ist zum Beispiel auch der Uranus im Stier, Veränderungen nochmal betrachten, rückläufigen Pluto im Steinbock, Macht- und Unmachtthemen betrachten und natürlich Saturn in den Fischen, wo es um unsere Gefühlswelt geht, wie es uns geht und wie wir vielleicht auch Missstände bereinigen können, indem wir uns ein bisschen mehr darum kümmern, da ein bisschen aufzuräumen. Ja, das sind so die Energien des heutigen Mittwochs. Geht's ruhig an. Und wie gesagt, Merkur rückläufig ist, wie gesagt, weiterhin, ich sage jetzt mal, das größte Hindernis oder bringt die meisten Hindernisse. Aber wenn du das weißt, gehst du da vielleicht auch ein bisschen entspannter mit um. Ja, schauen wir uns an, wie es weitergeht für die einzelnen Sternzeichen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 6. September 2023, mit der Sonne weiterhin in der Jungfrau. Auch der rückläufige Merkur ist in der Jungfrau. Wir haben heute an diesem Mittwoch den Mond in den Zwillingen. Das kann schon ein bisschen nervös machen, einfach weil Zwillinge-Energie ist neugierig, auf viele neue Sachen eingestellt. Da sollte man sich natürlich nicht unbedingt von anstecken lassen, weil wir viel Erdenergie und viele Rückläufigkeiten haben. Wir haben vorläufig den Mars in der Waage, ausgleichend harmonisch, diplomatisch, charmant, das ist gut. Passt auch eigentlich gut zur Zwillinge-Energie, kann aber damit natürlich etwas übertrieben werden. Die Venus im Löwen ist vorläufig, das ist für Beziehungen natürlich optimal, jedweder Art, also nicht nur Liebesbeziehungen. Da ist man eben, ja, ich sag mal, offen für Neues, ja. Man ist auch charmant, man darf nur nicht zu stur, zu selbstgerecht daherkommen. Das kommt nicht so gut an. Wir haben den Neptun in den Fischen vorläufig. Das macht kreativ, auch gefühlvoll. Man kann sich gut in andere hineinversetzen. Das passt schon eher, auch gerade in Beziehungen. Rückläufig haben wir dann den Pluto im Steinbock. Da geht es um Macht- und Ohnmachtthemen, wie man damit umgeht oder umgegangen ist und wie man das vielleicht in Zukunft handhaben möchte. Wir haben den Jupiter rückläufig, der ist im Stier, und den Uranus im Stier rückläufig. Der eine, da geht es um, ja, das große Glück, die Dinge, die einem zufallen und jetzt vielleicht nicht mehr so. Da muss man gucken, wie man damit umgeht und wie dankbar man auch sein kann natürlich. Die Veränderungen, die der Uranus mit sich bringt, kann man nochmal überblicken. Man kann schauen, ob das alles so richtig war, ob man das auch noch so lassen möchte. Kann man auch noch verändern. Ja, das sind so die Energien, die wir haben. Wir haben aber heute auch noch eine Verbindung zwischen der Sonne in der Jungfrau und dem Merkur in der Jungfrau. Die sorgen dafür, dass man auf der einen Seite sehr beharrlich seine Meinung vertritt und auf der anderen Seite aber auch auf andere zugehen kann. Aber es gibt wahrscheinlich nicht so schnell Kompromisse. Aber vielleicht kann man sich einfach gut austauschen. Schauen wir uns mal an, was wir für den Widder heute haben. Irritation. Irritation bedeutet immer, ja, zu viel. Man weiß nicht genau, was man davon halten soll. Man ist vielleicht auch ein bisschen durcheinander oder man nimmt sich zu viel vor. Königin der Schwerter, da muss man sich auch zugestehen, jetzt muss ich erstmal für klare Verhältnisse sorgen, in meinem Kopf vielleicht auch, bevor ich irgendwas mache. Ich muss erstmal sortieren, was ist jetzt eilig, was nicht. Was kann vielleicht auch liegen bleiben mit Merkur rückläufig und den ganzen anderen Rückläufigkeiten, sollen wir natürlich auch nichts überstürzen. Nicht zu vergessen, den habe ich beinahe vergessen, den rückläufigen Saturn in den Fischen, weiterhin bis November auch schön dafür sorgen, dass man sich selbst wohlfühlt und sich selber spürt und auch weiß, was einem gut tut. Ne? Fünf der Stäbe ist die Nervosität, die auch durch den Mond in den Zwillingen kommen kann, aber
Aber wisse, dass du eben durch hastiges und unüberlegtes Handeln natürlich nicht vorankommst. Du musst ein bisschen die Nervosität oder dieses, ja, so, du willst so viel auf einmal, das musst du irgendwie unter einen Hut bringen. Und da hilft die Jungfrau-Energie des Eremiten. Erstmal tief durchatmen, Augen schließen oder erstmal hinsetzen, dann Augen schließen und überlegen, was liegt jetzt eigentlich an? Was ist unabdingbar? Was muss ich unbedingt machen? Und wo kann ich mir Zeit lassen? Einfach nur mal, dass man Prioritäten setzt und dann auch schaut, wonach einem so ist. Wenn man da auch noch, ich sage jetzt mal, nach den Befindlichkeiten gehen kann, wäre das toll. Nicht hetzen und auch nicht versuchen zu beschleunigen, das geht meistens nicht gut aus. Ich wünsche dir aber dabei viel Erfolg. Wenn du magst, dann treffen wir uns morgen hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Sehen wir uns wieder. Bis dann. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind bei Mittwoch, 6. September 2023. Wir haben die Sonne in der Jungfrau, was dich als Stier natürlich großartig unterstützt. Der Mond ist in den Zwillingen. Das ist eher Nervosität, Ablenkung, vielleicht auch Stress. Viele Leute wollen was von einem. Bleib ruhig, bleib ganz entspannt. Wir haben nämlich auch den Merkur weiterhin rückläufig. Und das bedeutet, dass man sehr genau hinhören muss, um nichts falsch zu verstehen oder nochmal nachfragen muss. Das kann auch umgekehrt der Fall sein, aber wichtig ist, nichts hastig machen und nicht schnell, das funktioniert nicht. Du hast ja auch den Jupiter und den Uranus im eigenen Zeichen, die sind auch beide rückläufig. Das bedeutet, vieles fällt jetzt ein bisschen schwerer, weil das große Glück der Jupiter eben so ein bisschen, ja, in den Rückblick geht, ja, und nach innen natürlich, und der Uranus auch mit seinen Veränderungen. Bist du mit dem zufrieden, was du geändert hast, oder möchtest du da nochmal ein bisschen genauer hinschauen und vielleicht nochmal was anders machen? Das kannst du in der Rückläufigkeit. Wir haben noch mehr Rückläufigkeiten. Wir haben nämlich den Pluto im Steinbock rückläufig, Macht- und Ohnmacht-Themen. Wir haben dann auch natürlich den Saturn in den Fischen rückläufig. Auf dich achten, dich um dich selber kümmern, liebevoll mit dir umgehen und eben auch wie ein Mentor. Dich also selber nicht fertig machen in Gedanken, sondern ein bisschen liebevoll hochhalten und aufmuntern. Ja, dann haben wir natürlich Neptun in den Fischen, der vorläufig ist natürlich. Da wird man auch sehr sensibel, feinfühlig und kann eben auch so die Stimmung erfassen. Das ist nicht das Schlechteste. Wir haben den Mars in der Waage. Da will man auch Harmonie, man möchte miteinander gut umgehen und man möchte, ja, diplomatisch vorgehen und lächeln und so. Ja, man trifft keine weitreichenden Entscheidungen mit Mars in Waage, meistens nicht. Also man ist dann immer so hin und her gerissen, also sollte man es gar nicht erst versuchen. Die Venus ist auch im Löwen, auch vorläufig natürlich, bedeutet sehr viel Leidenschaft, sehr viel Ego ist auch mit drin und Strahlkraft natürlich, aber man sollte da nicht übertreiben und auch nicht zu stur vorgehen. Finanzen sind ja auch da drin, da sollte man natürlich vorsichtig vorgehen, keine Risiken eingehen und schon gar nicht, wenn man nervös ist oder wenn man nicht genau weiß, wohin die Reise gehen soll. Lieber nochmal gucken, aber das sage ich einem Stier, der das sowieso tut. Also wir schauen mal, was wir heute haben. Wir haben Ritter der Kelche, liebevolle Energie, das ist schön. Man geht liebevoll miteinander um, freundlich und so weiter. Auch wenn es schwierig ist, wenn da noch viel vor einem liegt oder nicht so wirklich gut vorangeht. Man fokussiert sich immer erst auf eine Sache, vielleicht auch erstmal auf das fröhliche oder positive Miteinander. Das finde ich sehr schön, das ist sehr wichtig. Und das Ass der Münzen, ein Neubeginn in Sicherheit und Stabilität. Man fokussiert sich auf das, was gerade vor einem liegt. Und genau so ist das richtig. Das ist die beste Methode, ja, ich sag mal, mit Merkur rückläufig umzugehen. Einfach Prioritäten setzen, was ist gerade wichtig, das Wichtigste zuerst, auch wenn es das Unangenehmste ist, ja, dann hast du es hinter dir. Also so würde ich vorgehen. Das ist auch für alle anderen wichtig, aber bei dir steht es ja in den Karten. Da ist noch was zu tun, du hast es aber schneller geschafft, als du denkst. Wir haben ja auch heute noch eine gute Verbindung zwischen Sonne und Merkur, beide in der Jungfrau. Der Merkur ist rückläufig, trotzdem kann man Diskussionen führen, die nicht wirklich zu Lösungen führen, aber zumindest mal einander den Standpunkt rüberbringen, wo man steht, ja, wie man zu der Sache steht, je nachdem, um was es geht.
Also Kompromisse sind dabei schwierig, aber man kann sich ein Bild machen, wie der oder die andere denkt. Das ist auch schon mal ganz gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Mittwoch, 6. September 2023, mit der Sonne in der Jungfrau und auch dem Merkur in der Jungfrau. Da geht nicht so viel voran und da kann man eher ja, kritisch angesprochen werden. Oder man selbst ist auch überkritisch und vorsichtig. Der Mond ist im eigenen Zeichen, das ist natürlich gut, aber es kann dazu führen, dass man sich zu leicht ablenken lässt oder stressen lässt. Da solltest du ein Auge drauf haben, dass das möglichst nicht passiert, sondern dass du dich an deine Vorgaben hältst. Dann haben wir die Venus im Löwen vorläufig, ja. Und das ist eben auch leidenschaftliche Energie, Temperament. Also da kann das Privatleben natürlich toll werden. Aber auch da soll man nicht übertreiben, so schön auf dem Teppich bleiben. Das gilt auch für die Finanzen, denn Venus wird ja auch von den Finanzen oder betrifft auch die Finanzen. Und wir haben den Mars in der Waage. Das ist eine Energie, Harmonie und man möchte die Dinge schön gestalten und so. Weckt auch hohe Erwartungen. Ja, die Waage-Energie im Zusammenspiel mit der Löwe-Energie kann sehr hohe Erwartungen wecken. Also bleib schön bei dir selbst und auf dem Teppich. Denn Neptun in den Fischen kann dir so ein bisschen was vorgaukeln. Und das sollte man nicht tun. Man sollte schon bei der Realität bleiben. Dabei hilft natürlich der rückläufige Saturn in den Fischen. Das eigene Wohlbefinden im Auge haben und natürlich auch ein bisschen Geduld mit sich und anderen haben. Also auch schauen, was ist für mich wirklich das Beste. Nicht immer ist das, was wir uns wünschen, das Beste. Ja? Also ein bisschen auf sich achten. Nicht zu viel, nicht zu sehr drängend oder ungeduldig. Das kommt nicht gut an. Wir haben dann natürlich auch rückläufig den Pluto im Steinbock. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier rückläufig, ja. Da geht's auch nach innen. Da schaut man auch, was hat man denn für positive Entwicklung, welche Veränderungen hat man oder wo ist man wie mit Macht- und Ohnmacht-Themen umgegangen. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Und heute haben wir auch noch Sonne und Merkur in einer guten Verbindung. Da wird man vielleicht auch heiße Diskussionen führen. Das ist für dich als Zwilling natürlich angenehm. Jedoch wird man keinen Kompromiss finden, weil jeder so ein bisschen auf seiner Meinung beharrt. Das muss man auch akzeptieren können, ja. Und sagen können, okay, wir sind halt nicht einer Meinung oder wir kommen zu keinem Konsens, dann ist das auch in Ordnung. Ja, wir schauen mal, was wir für die Zwillinge heute haben. Und zwar 10 der Stäbe, da ist noch was zu tun, du hast es fast geschafft, deswegen gib nicht auf, bleib dran. Und das ist der Erfolg. Wenn du dran bleibst, wird das auch erfolgreich sein. Also lass dir Zeit und führe erst eine Sache zu Ende, bevor du eine neue anfängst. Da ist Wohlwollen drin, Page der Kelche, eine positive Nachricht, ein gutes Entgegenkommen. Und wir haben den König der Schwerter. Das ist natürlich unter anderem auch deine Energie natürlich. Bedeutet, entweder ist das jemand, der dir einen gut gemeinten Rat gibt, freundlich, ja, vielleicht ist das eben auch die Nachricht, die du bekommst, dann solltest du natürlich nicht wie ein König der Schwerter antworten und direkt einen raushauen, sondern vielleicht auch wahrheitsgemäß dich auch freundlich bedanken, denn wir brauchen ein bisschen Sensitivität aufeinander zugehen, auch wenn man nicht unbedingt einen Konsens findet, aber selbst, ich sage jetzt mal, verschiedene Meinungen können nebeneinander bestehen, auch wenn man da jetzt noch keinen Kompromiss gefunden hat. Immer auch freundlich bleiben und eben nicht versuchen, andere ja zu überreden oder auf sie einzureden. Das kommt nicht gut an. Lieber einfach akzeptieren, dass jemand anderer Meinung ist. Du wirst deine Arbeit schaffen, wenn du dich nicht überforderst und natürlich auch nicht überhöhte Anforderungen an dich oder andere stellst. Wunderbar. Hab einen schönen Mittwoch. Wenn du magst, sehen wir uns an dieser Stelle morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind bei Mittwoch, 6. September 2023. Wir haben die Sonne weiterhin in der Jungfrau. Ebenso haben wir den Merkur rückläufig weiterhin in der Jungfrau. Wir haben den Mond in den Zwillingen. Da
kann einiges los sein, man ist vielleicht schnell abgelenkt oder man hat auch Leute, die immer so an einem rumzerren, die immer irgendwas wollen. Ja, das kann auch sein. Es kann natürlich auch Gespräche geben, aber irgendwie hast du das Gefühl, du kommst nicht so recht voran. Dann solltest du freundlich aber bestimmt auch sagen, das müssen wir auch später verschieben oder ähnliches. Ja, das wäre ganz gut, weil sonst stresst dich das zu sehr. Wir haben, ja, Jupiter und Uranus im Stier rückläufig, bedeutet das große Glück der Jupiter. Da geht es darum, sich bewusst zu machen, was man für positive Entwicklungen hatte. Und mit dem rückläufigen Uranus, welche Veränderungen hat man selber vorgenommen und was davon gefällt einem jetzt vielleicht nicht mehr oder man hat sich weiterentwickelt und möchte da nochmal feinjustieren. Das geht natürlich in der Rückläufigkeit. Wir haben auch Pluto im Steinbock rückläufig, Macht- und Ohnmacht-Themen. Auch daran kann man feilen. Man kann sich das bewusst machen. Und wir haben die Venus im Löwen vorläufig. Da ist Leidenschaft mit drin, aber auch ein bisschen ja, Selbstvertrauen, Hochmut. Ja. Man sollte nicht zu viel fordern, auch in Verbindung mit dem Mars in der Waage nicht. Da können sehr große Anforderungen kommen. Also, dass man entweder selber hohe Ansprüche hat oder jemand anderer. Da muss man irgendwie wieder auf den Teppich kommen. Auch betrifft natürlich die Venus das Geld. Man sollte keine unnötigen Risiken eingehen, auch wenn etwas noch so verlockend ist. Ja, lass dich da nicht belatschern. Und dann haben wir natürlich Neptun in den Fischen. Das macht dich feinfühlig. Hör lieber auf deine Intuition als auf irgendwelche Verkäufer. Ja, also das ist besser. Wenn dein Bauchgefühl sagt, dann solltest du es lassen. Und dann haben wir natürlich den rückläufigen Saturn in den Fischen. Der möchte, dass du auf deine Bedürfnisse und das, was dich glücklicher macht, achtest. Das ist eben nicht immer nur, ja, was macht mich denn jetzt glücklich, sondern was stört mich momentan oder womit bin ich noch nicht fertig? Was habe ich noch nicht abgeschlossen gefühlsmäßig? Darum solltest du dich natürlich auch bei Zeiten kümmern. Da haben wir aber noch Zeit bis November. Trotzdem muss man sich das öfter mal fragen, ja. Und natürlich auch die anderen Rückläufigkeiten sind dazu da. Wir haben heute auch mit Merkur und Sonne, also Merkur und Sonne sind ja in Jungfrau, wobei der Merkur rückläufig ist. Da kann man wirklich in viele Gespräche verwickelt werden, aber jeder ist so ein bisschen zu sehr überzeugt von seinem oder ihrem Standpunkt und man kommt nicht zum Konsens. Also sollte man das nicht versuchen zu überzeugen. Wenn der andere nicht will, dann kann man das auch so stehen lassen. Was haben wir für den Krebs heute? Das Ass der Münzen, das ist gut. Du konzentrierst dich auf das, was gerade anliegt. Wir haben den Turm, weniger ist mehr. Also nicht überfordern, schön langsam machen natürlich. Und dann haben wir die 9 der Stäbe. Da fehlt so ein bisschen Kraft. Das kann daran liegen, dass wir heute eben auch den Mond in den Zwillingen haben und dich das vielleicht, wie ich sagte, auch ein bisschen stressen kann, wenn viele Leute viel wollen, ja, und vielleicht auch viele Fragen haben. Und dann haben wir den Ritter der Schwerter. Das kann dazu führen, wenn du müde und kaputt bist und wenn du schon genervt bist, dass du zu irgendwas schnell Ja und Amen sagst, weil du einfach nur keine Lust hast, über irgendwas zu reden. Wenn etwas Überraschendes passiert oder wenn du das Gefühl hast, du fährst gleich aus der Hose, dann zieh dich lieber zurück. Ja, versuche nicht unüberlegt zu handeln, aber versuch auch, dir nicht irgendwas aufschwatzen zu lassen zwischen Tür und Angel. Das wäre ganz wichtig, weil, wie gesagt, das wäre nicht so gut. Dann zieh dich lieber zurück und sag einfach, ich habe jetzt keine Zeit und Schluss. Ja, deine Intuition ist aber dein Navigationssystem. Darauf solltest du dich immer verlassen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Wir sehen uns, wenn du möchtest, an dieser Stelle morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Mittwoch, 6. September 2023 mit Sonne in der Jungfrau und auch dem rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Keine besonders angenehme Zeit. Man muss eben langsam machen und mit rückläufigem Merkur noch langsamer. Das ist natürlich nervenaufreibend, aber je eher man sich damit abfindet, desto eher kriegt man das gut hin. Der Mond ist in den Zwillingen und das kann bedeuten, dass viele Leute viel wollen, viel reden und dass es vielleicht auch ein bisschen gesellig wird. Aber das lenkt von dem ab, was du gerne tun möchtest oder wo du gerade dabei bist. Und deswegen solltest du da Acht geben, dass du dich nicht zu sehr von deinem, was du tun musst, entfernst. Das wäre ganz gut. Wir haben ja auch den Mars in der Waage. Da trifft man keine weitreichenden Entscheidungen. Wir haben auch die Venus im Löwen. Das ist für Beziehungen aller Art gut. Aber es weckt auch in Verbindung mit dem Mars in der Waage hohe Ansprüche.
an dich selbst, an andere. Und deswegen mach bitte langsam und gönne dir zwischendurch auch mal Auszeiten. Das sagt dir auch der Saturn in den Fischen rückläufig. Wir brauchen Zeit, um uns auf uns selbst zu besinnen, zu spüren, was uns gut tut und was nicht. Es ist nicht immer das, was wir uns wünschen, was gut für uns ist. Aber wir sollten ehrlich zu uns sein und wirklich das tun, was uns gut tut. Ja, also wir haben natürlich noch mehr Rückläufigkeiten. Wir haben den Pluto im Steinbock rückläufig. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier rückläufig. Ja, Macht- und Ohnmacht-Themen, dann das große Glück. Was ist uns Gutes widerfahren? Dann welche Veränderungen haben wir vorgenommen? Sind wir damit noch konform oder wollen wir es nochmal bearbeiten? Das könnte sein. Ja, und dann haben wir auch den Neptun in den Fischen vorläufig. Da sind wir feinfühlend und gefühlvoll und das sollten wir natürlich auch anwenden. Ganz klar. Zudem haben wir heute dann auch noch eine Verbindung zwischen der Sonne und dem Merkur, beides ja in der Jungfrau, Merkur ist rückläufig, und die ja, lädt zu Diskussionen ein. Die können auch richtig heiß hergehen, aber versuche gar nicht erst jemand anderen von etwas überzeugen zu wollen, denn wir haben heute die Dickköpfigkeit, dass jeder eben ja so ein bisschen zu sehr von sich und seiner Sache überzeugt ist. Wenn es ermüdend wird, sollte man diese Diskussion rechtzeitig verlassen. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir heute für den Löwen haben. Wir haben 7 der Kelche. Da haben wir die Illusion, da haben wir diese hohen Erwartungen, die du an dich und oder andere hast. Ja, also hohe Erwartungen sind auch immer mit Enttäuschung verbunden. Ja, und da haben wir die 4 der Münzen. Das ist entweder Sparsamkeit oder dass man an diesen Illusionen festhält. Also da kann man auch auf stur schalten. Das kann schwierig werden. Das kann auch für den anderen oder die andere schwierig werden. 10 der Stäbe, du hast es fast geschafft. Du solltest deine Arbeit deshalb nicht vernachlässigen. Ja? Du solltest einfach, ich sage jetzt mal, deine Ansprüche auf das Machbare runterschrauben und das, was geht, umsetzen und dich natürlich um deine Pflichten kümmern. Das ist ganz wichtig. Ja? Und dann haben wir wunderschön die 2 der Kelche, Gespräche auf Augenhöhe. Da ist natürlich keine Sturheit mit gemeint, sondern auf Augenhöhe bedeutet ja, ich höre dir zu, du bist mir wichtig, egal, ne, ob Partnerschaft oder beruflich oder was auch immer, sondern das ist der Respekt, den man jemandem zollt, so wie man selbst behandelt werden möchte, dass man so ein Gespräch führt. Und das kann auch sehr erfolgversprechend sein. Vielleicht geht es da um den Job, um die Dinge, die noch getan werden müssen. Man stimmt sich ab. Das kann gut verlaufen. Wie gesagt, bitte nicht versuchen, jemanden, ich sag jetzt mal, zu überzeugen. Ich glaube, das bringt heute nichts. Aber man kann natürlich auch 2 verschiedene Meinungen nebeneinander stehen lassen. Auch das wäre eben Toleranz und vielleicht auch ganz geschickt. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen an dieser Stelle wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind bei Mittwoch, 6. September 2023. Wir haben die Sonne und den Merkur in deinem Zeichen. Allerdings ist der Merkur rückläufig. Die Sonne bestärkt, der Merkur blockiert und schränkt natürlich die Kommunikation ein, wirst du schon gemerkt haben. Was wir heute haben, wir haben den Mond in Zwillinge. Das macht das Ganze ein bisschen stressiger. Viele Leute wollen was von einem, das Telefon geht permanent oder Leute reden auf einen ein. Wir haben heute sowieso Diskussionsfreude, denn Merkur und Sonne stehen heute irgendwie für ihre Belange ein, aber sie können sich dabei so ein bisschen stur verhalten. Das muss nicht nur dich betreffen, das kann auch dein Gegenüber betreffen. Wenn du das merkst, ja, solltest du so ein bisschen Abstand gewinnen, weil es bringt nichts. Man überzeugt einander nicht, ja. Aber man kann tolerant natürlich auch 2 unterschiedliche Meinungen stehen lassen. Das wäre günstiger. Vielleicht findet man dann zum anderen Zeitpunkt einen Kompromiss. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich den Mars in der Waage, ausgleichend, harmonisierend, diplomatisch, das ist gut. Wir haben die Venus im Löwen, leidenschaftlich, temperamentvoll, aber auch ein bisschen, naja, egoistisch, sage ich mal, und selbstverliebt. Ja, man kann sich so ein bisschen zu toll fühlen. Es kann aber auch jemand anderem so gehen.
aber das darf man gerne belächeln. Also man sollte in keinster Weise übertreiben. Immer leicht gesagt, ich weiß. Wir haben dann natürlich Rückläufigkeiten, den Pluto im Steinbock. Da geht es um Macht und Ohnmacht, ja, wie man damit in Zukunft umgehen möchte, was man erlebt hat und wie man das findet, auch wie man sich selbst verhält und so weiter. Daran kann man arbeiten. Jupiter und Uranus im Stier sind rückläufig. Das große Glück, was ist an Zufällen, in Anführungsstrichen, mir widerfahren, was war gut, was habe ich verändert mit Uranus und wo könnte ich da vielleicht noch was verbessern zum Beispiel. Die haben natürlich auch Neptun in den Fischen, der dich gefühlsmäßig irritieren kann, vielleicht auch gerade, wenn es stressig wird. Lass dich davon nicht irritieren, denn Saturn rückläufig in den Fischen möchte, dass du gut zu dir bist, dass du auch mit dir selber Geduld hast und eben auch geduldig bist mit anderen. Das ist nicht immer leicht, gerade jetzt bei Merkur rückläufig. Aber es wäre gut, es würde dich und die anderen wahrscheinlich weiterbringen, als wenn man irgendwie auf was beharrt. Wir schauen mal, was wir heute für die Jungfrau haben. Wir haben den Ritter der Kelche. Das ist wunderschön, freundliches Aufeinanderzugehen, liebevolle Energie genießen. Ja. Dann haben wir das Abwägen der Prioritäten, was ist mir wichtig. Ja. Auch jetzt privat natürlich, gefühlsmäßig, also für dich als Person privat meine ich jetzt. Ne? Dann haben wir, die wollen nicht auseinandergehen, den Fokus. Ja, ich glaube, du solltest heute deine Prioritäten so ein bisschen nach vorne bringen, ohne dass du diese Prioritäten anderen aufzwingst, wohlgemerkt. Wir haben die Wunscherfüllung, wobei du ja weißt, die Wunscherfüllung ist immer die konkrete Vorstellung, die ich habe. Und du musst nicht enttäuscht sein, wenn die Dinge nicht exakt genau so, wie du gedacht hast, kommen oder sich entwickeln. Du kannst dich auch über Entwicklungen freuen, die anders verlaufen, aber die trotzdem schön sind. Also versuche da eben auch ein bisschen toleranter dir selbst gegenüber zu sein und das Kopfkino sein zu lassen. Ne? Prioritäten sind immer die Vorlieben. Freundlich bleiben, fokussiert auf das, auch im Gefühl, was man hat. Ja, nicht auf die Vorstellungskraft, sondern fühlt sich das gut an? Ja. Es sieht es so aus, wie ich mir vorgestellt habe? Nein. Ist es trotzdem gut? Ja. Ne? Ganz easy eigentlich, ja. Aber du musst es dann halt auch für dich selber realisieren. Also ist nicht schlecht, also solltest du die Gelegenheit nutzen und dich gar nicht in irgendwelche wilden Diskussionen vertiefen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns, wenn du magst, an dieser Stelle morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind beim Mittwoch, 6. September 2023. Wir haben die Sonne und den Merkur in der Jungfrau, wobei der Merkur natürlich rückläufig ist. So, das ist eh schon eine reglementierte Energie. Durch den Merkur wird die Kommunikation noch schwieriger und viele Blockaden, Zwischenfälle können da eine Rolle spielen. Deswegen ist es ganz wichtig, trotzdem langsam zu machen. Ich sage das deshalb, weil wir den Mond in den Zwillingen haben. Und du bist ja Waage und der Mond in den Zwillingen kann dich beflügeln. Da hier mal, das mal. Ne? Du kannst dich auch als Waage verzetteln. Du kannst dir zu viel vornehmen oder du kannst dich verquatschen. Und das ist heute besonders möglich, weil wir auch noch mit der Sonne und Merkur eben eine diskussionsfreudige Stimmung haben, wo wir aber keinen überzeugen. Das heißt, wir müssen lernen, die Meinung eines anderen, den wir nicht überzeugen können, stehen zu lassen. Uns da nicht zu verzetteln und versuchen, eben das durchzusetzen, was wir wollen. Und das kann dem anderen nämlich genauso gehen. Und dann kann man sich wirklich heiß reden. Ja, und da sollte man aufpassen. Mit der Venus im Löwen haben wir ja auch noch, können die Ansprüche, die du an dich, an andere hast oder an Gespräche, enorm hoch sein. Passe auf, dass das nicht passiert. Bleib cool, ja, auf dem Teppich. Was geht? Ist das wirklich wichtig? Meistens nicht. Und kann man sich einigen? Wenn man sich nicht einigen kann, muss man das stehen lassen. Das kannst du als Waage gut hinbekommen, denke ich mal. Aber wie gesagt, wenn deine Ansprüche zu hoch sind, wird es schwieriger. Ja? Und wenn du dich verzettelst, auch. Also ein paar Fallstricke sind schon da. Rückläufig haben wir dann den Pluto im Steinbock, Macht- und Ohnmacht-Themen. Jupiter und Uranus im Stier sind auch rückläufig. Und da geht es um das kleine Glück und die Veränderungen, die man da umgesetzt hat. Es geht hier um das kleine Glück, sondern das große, was einem leichter gefallen ist vorher, was jetzt schwieriger ist. Und wie gesagt, was man verändert hat und ob man da vielleicht noch mal ein bisschen dran arbeiten möchte. Wir haben natürlich auch den Saturn in den Fischen rückläufig.
auf dich persönlich achten, was dir gut tut oder wo du vielleicht auch Raubbau mit deiner Energie betreibst, also wo du vielleicht dich zu sehr reinhängst oder dich zu viel ablenken lässt, ja. Da solltest du schon drauf achten, ja. Neptun ist ja auch in den Fischen, macht dich sensibel und feinfühlend. Das schadet nicht, ganz im Gegenteil. Es macht dich eben auch empfänglich für Intuition und das hilft meist bei solchen Situationen. Ja, schauen wir uns jetzt mal an, was wir für die Waage heute am Mittwoch so haben. Wir haben die 9 der Schwerter. Du machst dir Sorgen, okay? Die 8 der Kelche. Du möchtest neue Wege gehen im Gefühlsbereich. Und dann haben wir die Königin der Münzen. Du möchtest dich darum kümmern. Die 9 der Schwerter sind Gedanken, es sind aber auch Gespräche. So, gefühlsmäßig neue Wege gehen, du möchtest das umsetzen. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, was Neues beginnen möchtest, ist das bei Merkur rückläufig äußerst schwierig. Wir haben die 5 der Münzen. Bedeutet, lieber nicht. Ja? Du kannst das planen, du kannst das vorbereiten, aber du solltest es nicht unbedingt heute beginnen. Ich denke, dass du dich auf das beschränken sollst, was gerade notwendig und zwingend ist oder eilig ist. Und alles andere auf Halde legen. Aber wie gesagt, wenn du Zeit hast dafür, kannst du gerne planen und vorbereiten. Ja, du brauchst ein bisschen Ausgleich zwischen Arbeiten und Privatleben. Und dass du eben auch noch Zeit für dich findest. Das ist ganz wichtig. Ein bisschen Alleinzeit tut dir gut, den Kopf wieder frei zu bekommen. Also mach vielleicht irgendwas, was dir Freude macht. Geh spazieren oder einfach mal Nickerchen machen, wenn du Zeit hast. Sowas, das könnte Wunder wirken. Das muss nicht lange sein. Nur einfach mal, dass du dir Zeit für dich selber nimmst. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns, wenn du möchtest, an dieser Stelle morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Mittwoch, 6. September 2023. Wir haben die Sonne und den Merkur rückläufig in der Jungfrau. Jungfrau-Energie kommst du mit klar, kann dich auch ein bisschen überkritisch machen, musst du aufpassen. Jetzt ist es aber so, Merkur rückläufig blockiert ganz schön, ja, macht ungeduldig und viele Dinge gehen schief. Jetzt haben wir heute auch noch den Mond in den Zwillingen. Da könntest du wirklich also sehr nervös werden. Oder es kann viel schief gehen. Also mach erst recht langsam. Ja? Pass auf, dass du nicht über die eigenen Füße stolperst oder dass du dir zu viel vornimmst. Das ist auch wichtig. Wir haben den Mars in der Waage. Das ist ausgleichende, harmonisierende Energie, kann helfen. Wir haben auch die Venus im Löwen. Da geht es um Leidenschaft. Da geht es natürlich auch ums Ego, aber auch um die Finanzen. Also man sollte jetzt, wie gesagt, nicht viel übertreiben, nur das machen, was notwendig ist. Wir haben dann auch Neptun in den Fischen. Das macht dich feinfühlig und intuitiv. Das ist schön. Das hilft dir sicher auch beim rückläufigen Saturn in den Fischen, deine Gefühlszustände zu beschreiben, für dich selbst zu klären und hoffentlich auch Ballast abzuwerfen. Hat ja bisher schon ganz gut geklappt, so wie ich das gesehen habe. Und ich hoffe, das geht weiter so. Dann haben wir natürlich noch mehr Rückläufigkeiten, den Pluto im Steinbock, da geht es um Macht- und Ohnmacht-Themen. Wir haben Jupiter und Uranus im Stier rückläufig. Da geht es einfach mal um Dinge, die einem so zufallen, für die man dankbar sein kann. Da darf man mal zurückblicken. Und natürlich um die Veränderungen, die man selber vorgenommen hat oder die Veränderungen, die einem begegnet sind und was man da noch tun kann, um sie für einen so ein bisschen weiter zu bearbeiten oder wie man selbst diese Dinge umsetzt, ja. Also es sind interessante Dinge, um die man sich kümmern kann und kümmern sollte. Wir schauen jetzt mal, was wir für heute in den Karten haben für den Skorpion. Was haben wir da? Wir haben die 5 der Kelche. Da hast du das Gefühl, du hast nicht genug Einfluss auf etwas oder jemanden, ja. Du musst mit dem arbeiten, was dir zur Verfügung steht. Das Bedauern hilft natürlich nicht. Und vielleicht ist es auch gut, dass du nicht überall Einfluss hast. Denn stell dir vor, wenn du überall Einfluss hast, musst du auch überall was tun, ja. Dann hast du gar keine Zeit mehr. Wir haben die Welt. Du möchtest etwas hinter dich bringen, etwas Neues beginnen. Gut, wir sind dabei, durch dieses Portal zu gehen, aber mit dem Merkur rückläufig ist es schwierig und ein bisschen ausgebremst, ja. Aber es gibt uns eben auch die Zeit, die Dinge richtig zu machen, ja. Du musst das so sehen, es ist kein Zeitverlust in dem Sinne, sondern es ist ein Zeitgewinn, eben genauer hinzuschauen. Also 2 der Schwerter, du willst auch noch gar keine Entscheidung treffen, mit Mars in der Waage ist das eh schwierig. Also du bist da auch so ein bisschen zurückhaltender. Ja,
Und ich denke, dass das auch gut ist, dass du da langsam machst. Und dann haben wir die Erkenntnis. Das Ass der Schwerter kann dir zum Beispiel die Erkenntnis geben, ja, ist doch gar nicht so schlecht, wenn es langsamer geht. Ich habe mehr Zeit, mich auf die Dinge neu einzustellen, mich damit zu arrangieren, mich da irgendwie fein reinzufinden oder eben auch vielleicht noch ein paar Veränderungen durchzusetzen, bevor dann alles vielleicht anders kommt. Also es ist schon eine gewisse Flexibilität vonnöten. Klärungen sind da, Wissen, Know-how kann das bedeuten. Aber ich denke, es ist das innere Wissen, du bist auf dem richtigen Weg. Und das finde ich gut, das finde ich richtig gut. Wir haben ja auch heute, wie ich sagte, diese Diskussionsfreude mit Jungfrau Sonne und rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Lass dich ruhig auf Diskussionen ein, aber wenn du merkst, dass man sich gegenseitig unbedingt überzeugen will und jeder so auf seinem Standpunkt beharrt, dann steig lieber aus, weil das könnte zu Streit führen, weil man einfach immer weitermacht, das ist enervierend, nicht nur für dich, sondern auch für dein Gegenüber. Also man darf auch gerne mal zwei unterschiedliche Meinungen so stehen lassen. Vielleicht kommt ihr zum späteren Zeitpunkt nochmal irgendwann zusammen und könnt dann einen Kompromiss finden. Heute ist nicht der beste Tag dafür. Also man sollte dann frühzeitig, ich sag mal, die Biege machen. Ich wünsche dir in jedem Fall einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen an dieser Stelle wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind bei Mittwoch, 6. September 2023. Wir haben Sonne und rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Auch nicht deine liebste Energie, aber du versuchst dich da durchzubringen. So, jetzt ist es natürlich wichtig, mit dem Mond in den Zwillingen nicht zu viel gleichzeitig tun zu wollen oder anfangen zu wollen. Ja, es ist wichtig, bei dem zu bleiben, was jetzt wichtig und ja sozusagen dran ist. Ja. Und das, was unwichtig ist oder was nicht unbedingt sofort gemacht werden muss, liegen lassen, wegschieben. Auch Planungen, auch Dinge, die du später vorhast, die sind ja nicht, ich sage jetzt mal, abgelehnt oder irgendwie gehen nicht, sondern momentan ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir haben dann natürlich den Mars in der Waage, ausgleichend, harmonisierend, diplomatisch, das ist gut. Wir haben die Venus im Löwen. Das stärkt die Beziehungen, ja, auch privat, genauso wie beruflich oder anderweitig. Es geht auch um Finanzen, dass man sich darum kümmert, aber nichts überstürzt. Und mit der Waage-Energie und auch der Zwillinge-Energie kann es dazu führen, dass man risikobereiter ist oder schnell irgendwie die Dinge durchboxen möchte oder hohe Erwartungen hat. Da sollte man sich ganz schnell von verabschieden, weil das birgt Enttäuschung. Ja, je höher die Erwartung, desto größer die Enttäuschung. Deswegen guck dir die Dinge an. Sind die realistisch machbar und möglich? Okay. Wenn nicht, lass die Finger davon. Wir haben dann Rückläufigkeiten, Pluto im Steinbock. Das ist Mars, Macht- und Unmachtthemen. Also, wo hat man da vielleicht was zu spüren bekommen oder selber ausgeteilt? Kann man überarbeiten. Wir haben Jupiter-Uranus rückläufig im Stier. Das ist eben das große Glück der Jupiter. Wo habe ich eben auch Glück gehabt, wo darf ich dankbar für sein? Und welche Veränderungen habe ich mit Uranus herbeigeführt oder welche Veränderungen habe ich durchlebt? Und wie kann ich die nochmal verfeinern? Also einfach nochmal ein Rückblick auf das gerade Geschehene. Wir haben natürlich Neptun in den Fischen vorläufig. Das irritiert deine Gefühlswelt, kann so ein bisschen Achterbahnfahrt sein. Der rückläufige Neptun in den Fischen möchte, dass du sehr liebevoll, sehr fürsorglich und ja, behutsam mit dir umgehst, eben auch dafür sorgst, dass du für dich das Richtige tust. Nicht immer ist das, was wir uns wünschen, das Richtige. Ja? Und deswegen gilt es da eben auch genauer hinzuschauen. Und jetzt heute haben wir auch noch so eine Diskussionsenergie zwischen Sonne und Merkur, beides ja eine Jungfrau, Merkur rückläufig, wo man eben so auf seinem Standpunkt beharrt, dass man wahrscheinlich heute keinen Konsens findet. Wenn du das bemerkst, solltest du nicht weitermachen. Du solltest einfach sagen, ich muss jetzt weg. Ja, also nicht weiter diskutieren. Es führt heute zu nichts. Ja, schauen wir uns mal an, was wir für den Schützen heute so haben. Wir haben die Nostalgie, der Rückblick, Vergangenheit. Wir haben Veränderung, Transformation.
Das Leben ist Veränderung. Jeden Tag verändert sich was, ja. Und du natürlich auch. Und dann haben wir die 7 der Stäbe. Da ist dieser Standpunkt. Ich vertrete meine Argumente, ja. Die kann ich vertreten. Ich muss aber auch akzeptieren, dass ein anderer sich nicht überzeugen lässt. Und genauso wenig lasse ich mich ja überzeugen, ja. Also, vielleicht wird eine Geschichte aus der Vergangenheit anders erzählt, als du sie für dich erlebt hast. Okay? Es kann aber auch sein, dass eben diese Geschichte subjektiv erzählt wird, aus Sicht dessen, der sie erlebt hat, aus seiner oder ihrer ja, Sicht. Der Hierophant betrifft Beziehungen und ich denke mal, es geht vielleicht in Beziehungen darum, die Dinge aus dem Standpunkt des anderen zumindest zu akzeptieren. Du musst das nicht genauso hinnehmen oder sagen, das ist jetzt auch meine Meinung, aber ich muss das stehen lassen können, ja. Ich muss sagen können, ich sehe das anders, aber ich akzeptiere, dass du das eben auch anders siehst. Das ist nicht ganz leicht, aber machbar. Ich glaube nicht, dass es heute einen Konsens gibt. Ja, die Veränderungen, die sich da abgespielt haben, die haben natürlich Auswirkungen. Und jeder hat dann so vielleicht auch bestimmte Punkte, auf die er oder sie vielleicht auch sehr reagiert, Trigger nennt man sowas, ja. Und wo man dann sehr in die Bresche springt und sein Recht haben will. Bitte heute nicht so rechthaberisch sein. Akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, dann kann man lieber zu einem anderen Zeitpunkt nochmal versuchen, da vielleicht auf einen Konsens zu kommen. Heute sehr schwierig. Ich wünsche dir aber viel Erfolg, einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind bei Mittwoch, 6. September 2023. Wir haben die Sonne und den rückläufigen Merkur in der Jungfrau. Jungfrauenergie ist eigentlich gut, der rückläufige Merkur nicht so, ja. Das blockiert die Kommunikation, kann auch viele Zwischenfälle bedeuten. Das, was kaputt geht, das, was nicht ankommt, irgendwas übersehen wird, das kann schon stören. Jetzt haben wir den Mond in den Zwillingen. Das sorgt für ein bisschen Aufruhr. Kann sein, dass viele Leute irgendwas von dir wollen oder irgendwie mit dir ins Gespräch kommen wollen und so weiter. Das kann schon auch nervös machen. Und es kann natürlich dazu führen, dass man sich zu viel vornimmt. Also cool down, ja. Und wenn es dir zu viel wird, dann sag das ruhig auch, ja. Wir haben nämlich heute auch zwischen Sonne und Merkur, beides ja in der Jungfrau und der Merkur ist rückläufig, einen diskussionsheißen Tag. Also man kann sich zu Tode diskutieren, wenn man das möchte. Man kann aber auch, wenn man merkt, man kommt nicht auf den grünen Zweig, früher aussteigen. Und das wäre so mein Rat an alle, nicht nur an den Steinbock. Aber ich denke mal, dass man einfach genervt ist irgendwann und sich dann so in Rage reden kann, dass man Streit bekommt. Und das ist es einfach nicht wert. So, wir haben den rückläufigen Pluto im Steinbock. Bedeutet, dass eben Macht- und Ohnmacht-Themen eine Rolle spielen. Das heißt, spielst du dahingehend auch deine Macht aus oder bekommst du sie zu spüren von jemand anderem? Beides ist unangenehm, ne? Muss man nicht haben. Wir haben dann natürlich auch ja, den Uranus und den Jupiter im Stier rückläufig. Das große Glück, Jupiter. Was ist mir Gutes widerfahren? Einfach mal den Rückblick. Und auch, was habe ich verändert oder welche Änderungen habe ich erlebt und was könnte ich daran noch verfeinern? Das wäre eine Möglichkeit. Wir haben dann natürlich Neptun in den Fischen, gefühlvoll, der ist vorläufig übrigens. Und das bedeutet eben sensitiv. Sensitivität schadet auch nicht. Der rückläufige Saturn möchte, dass du auf dich achtest und natürlich dich genauso akribisch, wie du dich um deine Karriere kümmerst, eben auch um dein Gefühlsleben kümmerst, ja. Das kann auch nicht schaden. Wir haben den Mars in der Waage, da ist Harmonie drin, Diplomatie und Charme. Wir haben auch die Venus im Löwen, da ist Leidenschaft mit drin, da ist aber auch ein bisschen Sturheit mit drin und Selbstherrlichkeit, das braucht eigentlich keiner, aber vielleicht, je nachdem, es kann bei dir vorkommen, es kann bei deinem Gegenüber vorkommen. Und Venus steht natürlich auch für die Finanzen. Also bitte keine unnötigen Risiken. Ja, also es scheint viel Gesprächsstoff heute zu geben und wenn man nicht mehr möchte, sollte man auch frühzeitig aussteigen. So, was haben wir jetzt für den
Steinbock, wir haben die drei der Schwerter, die Enttäuschung. Irgendwas klappt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Wir haben die drei der Münzen, das Team, die Gruppe, die Menschen um einen herum und die neun der Stäbe. Dass etwas nicht klappt, saugt unendlich viel Kraft raus, ja. Die Diskussionen oder wo jetzt der Fehler liegt und so weiter, glaube ich, führen aber zu nichts. Man muss gucken, wo ist die Lösung? Ja, und das sollte man mit dem Team machen. Man sollte sich nicht ermüdend darüber austauschen, wer jetzt Schuld hat. Wir haben nämlich hier die Sieben der Kelche. Und wie du weißt, ist die Sieben der Kelche immer die hohen Erwartungen, die man hat. Das kann durchaus auch durch die Waage-Energie im Mars und der Venus im Löwen vorkommen, denn das fördert hohe Erwartungen. Auch im Privaten natürlich, ja. Und wenn dann noch ein störender, ich will jetzt nicht sagen störender Zwillingsmond dahin kommt, aber der ist halt kommunikativ und sehr ablenkungsreich, ja, dann kann das richtig eskalieren. Also erstmal die Erwartungen auf das Machbare runterschrauben, natürlich keine Macht ausüben und jemanden zur Schnecke machen, weil irgendwas schiefgelaufen ist, ja. Meistens liegt es eben an der Merkur-Rückläufig-Energie und vielleicht hat man ja selbst auch Mist gebaut. Also es bringt nichts. Besser ist es, mit dem Team nach den Fehlern zu suchen, sich nicht zu verausgaben und die Erwartungen auf ein Minimum runterzuschrauben. Dann ist auch keine so große Aufregung da. Das liegt natürlich auch an dir, wie du damit umgehst, ja. Und denk dran, du sollst ja auf dich achten, du sollst dich nicht übernehmen. Und wenn ich die neun der Stäbe hier sehe, ne, dann sollte man vielleicht mal gucken, wo man da ein paar Abstriche machen kann. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch. Wir sehen uns, wenn du magst, an dieser Stelle morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Mittwoch, 6. September 2023. Die Sonne und der rückläufige Merkur in der Jungfrau. Keine Energie, mit der du gerne hantierst, aber sie ist nun mal da. Man muss damit zurechtkommen. Der rückläufige Merkur blockiert natürlich noch mehr, weil eben vieles schief geht, man über die eigenen Füße stolpert oder was nicht ankommt oder gar was kaputt geht. Jetzt haben wir den Mond in den Zwillingen. Da möchte man so ein bisschen ausreißen, man möchte sich schöneren Dingen zuwenden, ja, oder man möchte sich unterhalten, vorsichtig damit. Man sollte schon seinen Pflichten nachkommen und eben Gespräche und vielleicht auch das Schönere natürlich in den Freizeitbereich verlegen, ja, weil eben, wenn sowieso schon Chaos herrscht, ist das schwierig. Wir haben natürlich den Mars in der Waage, was dich beflügelt. Und mit der Venus im Löwen beflügelt es auch deine Ansprüche, ja, ähnlich auch wie bei deinem Waagezeichen oder dem Zwillingezeichen, wo man eben einfach zu viel auf einmal will. Und das liegt in der Natur der Sache, dass man dann eben sehr schnell daneben liegt oder sich einfach zu viel aufreißt. Das gilt natürlich auch für den Wassermann. Venus ist auch natürlich Leidenschaft, Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, auch Kollegialität, was auch immer, aber eben auch Finanzen. Keine unnötigen Risiken bitte im Finanzbereich, gerade bei Merkur rückläufig nicht. Und dann haben wir noch mehr Rückläufigkeiten, den Pluto im Steinbock, Macht- und Ohnmacht-Themen, also wie geht man damit um? Dann haben wir Jupiter und Uranus im Stier rückläufig, beide im Stier. Da ist eben auch, ich sag mal, Rückblick, was ist Schönes passiert, was ist mir zugefallen und auf der anderen Seite, welche Veränderungen habe ich durchlebt, welche habe ich selbst herbeigeführt und wie bin ich damit umgegangen und wie möchte ich jetzt damit umgehen, möchte ich da noch was verändern. Dann haben wir natürlich Neptun in den Fischen vorläufig. Sensitivität. Ein bisschen feinfühlend zu sein schadet gerade nicht, ja. Und mit dem rückläufigen Saturn in den Fischen so ein bisschen darauf achten, was deine Gefühlswelt so meldet oder wie es dir geht, ja. Das ist wichtig. Und dass du eben auch liebevoll mit dir selber umgehst. Das ist auch wichtig. Jetzt haben wir heute eben diese Energie der Diskussionsfreude und dass man sehr auf seinem Standpunkt beharren kann. Und das kann natürlich zu Streit führen, wenn man dabei bleibt. Also frühzeitig aussteigen, wenn man merkt, das führt zu nichts. Freundlich sagen, oh, ich muss ja schon weg oder so. Nicht eskalieren lassen. Das wäre mir ganz wichtig. So, wir haben für den Wassermann die zwei der Stäbe. Die zwei der Stäbe vor einer Entscheidung stehen. Wir haben den König der Schwerter. Bedeutet, du stehst gerade vor der Entscheidung, bleibe ich dabei oder lasse ich es lieber bleiben? Ich denke, das hat was mit den Diskussionen zu tun. Und ich würde dir Letzteres raten. Also nicht dabei bleiben. Lieber sagen, okay, wir können das auch ein andermal besprechen.
Und vielleicht findest du dann mit dieser Person oder Person eine bessere Lösung. Heute ist vielleicht nicht der beste Tag dafür. Wir haben den Neuanfang. Also man möchte eigentlich auch einen Neuanfang und man sollte das aber nicht forcieren, erzwingen wollen. Und wenn ich den Ritter der Schwerter sehe, denke ich, genau das ist der Plan. Also ich glaube, das kann man machen, ja, aber man muss auch die Konsequenzen tragen. Wenn man jetzt was mit Gewalt durchsetzen will und irgendwie nicht links und rechts guckt, man hat schnell was übersehen und man hat vielleicht auch die falsche Entscheidung getroffen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwelche großen Schritte wagen oder vielleicht auch nicht versuchen, jemand anderen zu überzeugen, auf Teufel komm raus. Ja, vielleicht bietet sich aber auch überraschenderweise eine Chance, dann kannst du natürlich zugreifen, klar. Aber wir haben hier die Entscheidung und ich denke nicht, dass man, wenn man die Entscheidung heute bekommt, auch heute direkt entscheiden muss. Ja, das könnte im Zweifelsfall passieren, aber es ist eher so, dir will jemand was verkaufen und das geht nur heute und nur, ne, da ist schon irgendwas faul. Dann frag lieber dein Bauchgefühl, deine Intuition, ob das so richtig ist und ob du das tun sollst oder lieber nicht. Also es ist schnell was zugesagt oder gemacht, aber das wieder rückgängig zu machen könnte sehr viel schwieriger sein. Aber das liegt bei dir. Die Entscheidung liegt immer bei dir. Viel Erfolg. Wir sehen uns an dieser Stelle, wenn du magst, morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Mittwoch, 6. September 2023 mit Sonne und rückläufigem Merkur in der Jungfrau. Gut, die Erdenergie trägt dich, der rückläufige Merkur ist schwierig, weil er doch schon blockiert die Kommunikation und einiges nicht so läuft, wie man sich das wünschen würde und vieles geht schief und also man macht besser schön langsam. Schwierig wird das mit dem Mond in den Zwillingen, wo doch einiges los sein kann. Wo auch der eine oder andere was sagen will, man sich austauschen will oder man einfach abgelenkt wird. Vielleicht lässt man sich auch gerne mal ablenken, ja. Aber das könnte schief gehen, ja. Wir haben auch heute zwischen Sonne und Merkur die Energie, dass man eben diskutiert bis zum Abwinken, weil man überzeugt ist von dem, was man erzählt und weil man den oder die andere überzeugen möchte. Das geht aber nicht nur dir so, sondern auch deinem Gegenüber. Führt also heute nicht dazu, dass man wirklich eine Lösung findet. Man sollte rechtzeitig die Notbremse ziehen und vielleicht sagen, ach, lass uns das ein andermal besprechen oder so. Ja? Oder man schläft mal eine Nacht drüber oder was auch immer. Wir haben ja natürlich den Mars in der Waage, ausgleichend harmonisch, diplomatisch, ja auch natürlich charmant, das ist ganz gut. Wir haben die Venus im Löwen, Temperament, Leidenschaft, auch natürlich Selbstbewusstsein und Ego. Wir haben auch davon bestimmt die Venus, also bestimmt ja auch das Geld, die Finanzen. Da sollte man natürlich auch keine unnötigen Risiken eingehen und einfach so drauf los das Geld raushauen. Dann haben wir den Neptun in den Fischen. Mach dich kreativ und verträumt. Ja, also du bist vielleicht auch leicht überzeugbar. Wir haben dann aber auch den rückläufigen Saturn in den Fischen, der eben sagt, guck genau hin und schau dir an, was wirklich gut für dich ist. Denn nicht immer ist das, was wir uns vorstellen oder wünschen, genau das, was jetzt gerade gut für uns ist. Also da sollte man ein bisschen aufpassen. Ich habe auch so das Gefühl, dass hier jemand sonst irgendwas aufschwatzen könnte heute. Wir haben dann rückläufig den Pluto im Steinbock. Wir haben rückläufig Jupiter und Uranus im Stier. Da ist der Blick zurück auf die Dinge, wie sie leichter fielen, auf die Dinge, die sich verändert haben oder die wir selber verändert haben und wie wir jetzt damit umgehen wollen. Also kann man schon auch noch was verändern, ja, klar. Dann haben wir, ja, heute eben diese Diskussionsfreude. Das kann natürlich sein, dass irgendjemand was an den Mann bringen möchte und da eben versucht, irgendwas zu verkaufen. Sei da bitte ein bisschen vorsichtig. Wir schauen uns an, was wir für die Fische heute so haben. Wir haben Geduld, das ist natürlich gut. Der Ritter der Münzen ist der Erfolgsgarant und natürlich auch geduldig sein mit sich selbst, mit anderen, nichts überstürzen. Da wollen wir dann natürlich dieses Portal durchschreiten und wir wollen, dass das auch funktioniert. Und damit das funktioniert, brauchen wir gute Planung, gute Vorbereitung. Wir können das nicht überstürzen. Aber Charme,
liebevolle Energie, freundliches Aufeinanderzugehen kann schon helfen. Eben, dass ich Geduld habe und sage, okay, wir müssen das heute nicht entscheiden. Wir wollen das vielleicht auch. Wir wollen vielleicht das Gleiche, nur auf eine andere Art. Ich bin freundlich und entgegenkommt. Ich sage zu dir, pass auf, wir machen das so, wir sprechen da nächste Woche nochmal drüber oder in ein paar Tagen. Und dann sieht die Sache schon anders aus. Man muss auch mal Zeit haben, über die Dinge ein bisschen nachzudenken, ohne dass man jetzt zwischen Tür und Angel was entscheiden muss, was kaufen muss oder irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, ein Angebot annehmen muss. Ja? Also es kann stressig werden heute. Muss es nicht, aber es kann viel Diskussionen geben. Und wenn du merkst, du kommst keinen Schritt weiter, dann solltest du auch diese Diskussion unterbrechen. Freundlich, nett, aber eben zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr klar denken, wir haben schon so lange darüber gequatscht, ich brauche jetzt mal eine Auszeit. Das ist ehrlich, das ist aufrichtig und das ist okay. Ja, also das kann auch vielen heute so gehen. Ne? Ich habe das bei den anderen ja auch gesagt. Also lass dich nicht ärgern, lass dich nicht zu irgendwas überreden, sondern bleib ganz bei dir, hab Geduld, sei tolerant, aber ja, du schaffst das schon, das sieht gut aus. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch und wir sehen uns an dieser Stelle morgen wieder, wenn du magst.